liebe Pressevertreter, liebe Sponsoren, liebe Fans, ich darf euch recht herzlich zur letzten Pressekonferenz in der Saison 2016-2017 hier auf der Müllerwiese begrüßen. Heute nach dem Regionalligaspiel unserer Buddhisten gegen den BFC Dynamo. Endstand der Partie 0:4. Zuschauerzahlen heutigen Nachmittag auf der Müllerwiese 491. Neben mir haben in gewohnter Art und Weise die beiden Trainer Platz genommen. Ich begrüße zu meiner Linken recht herzlich René Riedewitsch, zu meiner Rechten wir wollen unseren Trainer Thorsten Gütschow. Zuallererst natürlich wie immer die Trainerstimmen zum Spiel, beginnend mit unseren Gästen. René Riedewitsch, erstmal Glückwunsch zum Sieg hier im Bautz am heutigen Tag. Ja, danke schön. Guten Tag. Ja, zum Spiel. Mit der Spielweise von meiner Mannschaft war ich zufrieden gewesen. Ich denke, wir waren spielbestimmt gewesen, haben in der ersten Halbzeit einige Chancen gehabt, haben wenig zugelassen und müssen dort in der ersten Halbzeit schon mal ein Tor machen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Wir hatten da auch ein Feld überlegen, haben dort dann die Tore gemacht und denke ich dann auch unterm Strich verdient gewonnen. Ja. Danke für das kurze Statement. Ich gebe das Wort gleich weiter an unseren Trainer Thorsten Gütschow, bitte schön. Erstmal Rede, Glückwunsch zum Sieg, absolut verdient. Ich habe jetzt gerade meine Mannschaft gefragt, ob die in die Kabine rein. Ich habe gesagt, also, alle müssen sich schämen für die Leistung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich muss mich dafür auch von der Mannschaft her entschuldigen, weil das hat nichts mit Fußball zu tun. Und habe gesagt, die haben seit Wochen nur eins im Kopf, den Verein zu wechseln und dorthin zu gehen, immer nur mit dem Berater zu sprechen. Das ist lächerlich. Dann habe ich nochmal gesagt, gerade. Die Berater bieten euch überall an jeden, bei jedem Verein, ihr könnt überall spielen, aber die meisten haben ja das Niveau gar nicht, Regionalliga zu spielen, wollen ja weg. Einige ist der Weg andersrum, hier Leistung bringen, wo die Vereine sich selber melden. Aber das ist ja und so eine enttäuschende Leistung, wie sie heute gebracht haben, ohne Einstellung, geht im Fußball gar nichts. Geht hier gar nichts. Und einige überschätzen sich total und das geht an. Und ich bin froh, dass jetzt irgendwann die Saison vorbei ist, dass wir einen Schnitt machen, dass wir endlich neue Spieler hierher holen. Vor allen Dingen Spieler, die sich für einen Verein in Arsch aufreißen, die hier kämpfen. Wir reden nicht von Fehlern im spielerischen Bereich, die kämpfen, die eine Einstellung haben, Spiele zu gewinnen. Einige habe ich gefragt, das Trikot ist ja gar nicht richtig nass. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben. Die gehen über den Platz hier rüber, also das spiele ich mit meinen 55 alten Herren, das ist so ein Tempo. Ohne Einstellung, ohne Mumm und das geht in den Fußball. Und das vermisse ich bei einigen und die quatschen nur von höher. Einige haben ein Niveau nicht immer von der Regionalliga, das ist das Problem bei uns. Dort müssen wir dran arbeiten, vor allen Dingen Leute herzuholen, die mit Herzblut Fußball spielen, die hier gerne Fußball spielen und alles geben wollen. Und die müssen wir herholen und da sind wir jetzt dran, das versuchen wir. Also das, was heute war für mich eigentlich der E-Punkt, weil das mit Fußball, Kampffußball gar nichts zu tun hat bei einigen. Und einige sollten sich mal riesige Gedanken machen, wie es da weitergeht. Wir haben die ganze Saison so gespielt, da will ich aber jetzt auch sprechen. Ja, danke an die beiden Trainer für die Stimmen zum heutigen Spiel. Gibt es von den anwesenden Pressevertretern Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche den Berlinern am heutigen Tag einen guten Nachhauseweg. Uns dann zusammen nochmal ein gutes Spiel nächste Woche in Meuselwitz. Und dann eine schöne Sommerpause. Wir sehen uns dann in der neuen Saison wieder. Bis dahin, macht's gut.